Liebe bündnisgrüne Freundinnen und Freunde, mein Name ist Caroline Renner und ich bewerbe mich heute hiermit auf den Listenplatz ab der Nummer 11. Zwei Sachen vorab. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich heute zu bewerben. Und die Rede, die ich jetzt halten werde, habe ich vor ein paar Stunden erst angefangen. Und zweitens bin ich erst seit ungefähr einem Jahr Mitglied im Kreisverband Görlitz und weiß, dass die meisten mich wahrscheinlich noch nicht kennen. Und wenn sie mich kennen, dann wahrscheinlich nur von der kandidierenden Runde letzte Woche im Kreisverband Görlitz, wo ich die Leute in die Breakout-Rooms sortiert habe. Warum ich mich jetzt trotzdem dafür entschieden habe, auf Platz 11 zu gehen, ist, weil ich finde, dass auf unserer Liste Kandidierende aus den ländlichen Räumen nicht in dem Maße zu finden sind, wie sie vertreten sein sollten. Bernhard hat in seiner Rede von der Vielfalt der Region auf unserer Landesliste gesprochen. Ich sehe das anders. Ich sehe Dresden, Chemnitz und Leipzig sehr stark vertreten und für den ländlichen Raum ist da eindeutig noch Luft nach oben. Wie wollen wir Wählerinnen und Wähler in den kleinen und mittleren Städten auf den Dörfern gewinnen, wenn wir ihnen nicht zeigen, dass wir wenigstens den Willen haben, auch sie im Bundestag zu repräsentieren und ihre Interessen zu vertreten? Ich weiß, worum es dabei geht. Seit 5 Jahren lebe ich jetzt schon in Görlitz. Das ist die östlichste und übrigens auch die schönste Stadt Deutschlands. Ich habe dort studiert und mich danach entschieden, jetzt noch ein bisschen länger zu bleiben und mich politisch für eine lebenswertere und bessere Stadt und Oberlausitz zu engagieren, sowohl im Kreis als auch im Ortsvorstand der Bündnisgrünen in Görlitz. Ich finde, es ist bitter nötig, in dieser Region etwas zu tun und das Augenmerk der Politik auf uns und die ländlichen Räume zu lenken. Warum? Weil es bei uns noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Freundinnen von mir, die aus dem Ausland zum Studieren nach Görlitz gekommen sind, werden im Netz angefeindet, in ihren Vereinen diskriminiert und auf offener Straße vor ihrer Haustür aufgrund rassistischer Motive angegriffen. Es gab und gibt, zurzeit auch bedingt durch die Pandemie, zu wenige Arbeitsplätze und noch weniger gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region. In den Landkreisen Görlitz und Bautzen gibt es genau eine Ärztin, die legal Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Die nächste Möglichkeit dafür gibt es knapp 1,5 Stunden entfernt in Dresden. Ich finde das persönlich unzumutbar. Wir haben zu wenige Schulen, wir haben zu wenige Kindergärten und in den größeren Städten im Kreis Görlitz lernen die Kinder zurzeit in Containern. Das ist ebenfalls unzumutbar. Meine queeren Freundinnen müssen Angst vor dummen Sprüchen und Anfeindungen haben, wenn sie auf offener Straße mit ihren gleichgeschlechtlichen PartnerInnen Händchen halten oder ihre Identität frei ausleben. Es gibt bisher kaum queere Repräsentation und auch keinen CSD bei uns. Jeden Montag laufen unter meinem Fenster die QuerdenkerInnen entlang auf den Postplatz, wo sie dann 2 Stunden lang ihre Parolen zum Besten geben. Mich nervt das persönlich auch. Und die AfD hat bei der Bundestagswahl 2017 bei uns über 30% geholt, wurde damit stärkste Kraft in unserem Landkreis und Tino Chrupalla hat als Direktkandidat sogar Kretschmer geschlagen. Das ist beängstigend und es fehlt nach wie vor an Antworten aus der Politik. Das waren jetzt nur ein paar kleine Ausschnitte, aber das ist auch leider nicht erst seit gestern so. Die ersten 17 Jahre meines Lebens habe ich im Spreewald verbracht, in einem Dorf, 100 Kilometer von Berlin, 20 Kilometer von der nächsten Großstadt, das war Cottbus. Da fährt der Bus nur 4 Mal am Wochenende. Der Weg zum Gymnasium dauert im Winter schon mal 2 Stunden, inklusive langer Wartezeit beim Umsteigen im nächsten Dorf oder Schneesturm. Es gibt im Umkreis von 10 Kilometern nur einen Laden, einen Bäcker und einen Haufen Langeweile. Vor allem für junge Menschen, die wie ich bereits zum Aufbruch und zum Ausbruch sind und waren, ist das nicht gut. Wir erreichen keine Anschlüsse, weder telefonisch noch im Internet noch im ÖPNV und es ist uns nicht möglich, einfach mal irgendwo feiern zu gehen, ohne aufs Elterntaxi angewiesen zu sein. Ich persönlich hatte immer eine Perspektive. Ich hatte nämlich Glück. Ich hatte das Glück, politisch engagierte Eltern zu haben, mit guten Jobs, die mit mir diskutieren, die mich zum Nachdenken anregen, die mich schon als Kind auf Demos gegen Tagebauer, Atomkraft und Nazis mitgenommen haben und andere Bündnisgrüne zum Plakatekleben auf unseren Hof eingeladen haben. Sie haben mir eine gute und eine sichere Kindheit geben können. Andere junge Menschen haben dieses Glück nicht. Sie sind Kinder von Eltern, die sich seit der Wende abgehängt fühlen, die ihre Jobs und ihre Identität verloren haben und keine neue finden können und jetzt einen Sündenbock dafür suchen, dass es ihnen finanziell und perspektivisch schlechter als allen anderen geht. Die anders als meine Eltern keinen Wert darauf legen, dass ihre Kinder demokratische und antifaschistische Grundwerte lernen, falls sie diese überhaupt selbst anwenden. Die immer weiter nach rechts abrutschen und sich immer weiter radikalisieren. Die denken, nur mit dem Hass auf alles andere ihr gutes Leben zurückbekommen zu können. Sie kennen bisher keine andere Perspektive, als die, eben keine Perspektive zu haben.
Ich habe in den letzten 5 Jahren mit AfDlerInnen diskutiert, Demos organisiert und bin gegen Nazis auf die Straße gegangen. Gemeinsam mit einem breiten Bündnis haben wir Bündnisgrüne in Görlitz 2019 Sebastian Wippel als ersten AfD-Oberbürgermeister verhindert. Wir haben uns anfeinden lassen, uns beleidigen lassen. Wir wurden bedroht und beschimpft und wir haben trotzdem immer weitergemacht. Ich habe gemeinsam mit Caro und Felix die Neugründung der Grünen Jugend Görlitz vorangetrieben. Im letzten halben Jahr haben wir mehrere neue Mitglieder gewonnen, sind heute zu dritt von 6 Leuten aus dem KV Görlitz hier vertreten und haben für dieses Jahr schon einige Projekte in der Pipeline. Wir sind mit FFF auf die Straße gegangen in Görlitz und Zittau, gemeinsam mit Greta und Alex, die ihr vorhin auch schon hier im Video gesehen habt. Und wir hören uns auch immer wieder an, dass wir zu jung seien, um eine Meinung zu haben und uns politisch zu engagieren. Und wir machen trotzdem weiter. Und ich möchte genau diesen Menschen, die sich engagieren, die etwas tun, die machen und sich kümmern und jeden Tag für eine bessere und gerechte Gesellschaft kämpfen, dass wir Bündnisgrüne auch sie auf unserer Landesliste vertreten. Ich möchte für die jungen Menschen und vor allem für die jungen Frauen im ländlichen Raum als Kandidatin sichtbar sein. Eine bekannte Görlitzer Persönlichkeit sagt immer gern, Görlitz muss jünger und weiblicher werden. Und diesen Part möchte ich für Ostsachsen gerne auf unserer Landesliste übernehmen. Vielen Dank.